Oh yeah, Elektroschrott. Pakete, Pakete, Pakete. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit, deswegen packe ich sie aus. Ich muss zugeben, meine Beliebtheit flasht mich glatt weg. Schon wieder ein Paket. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein Problem damit, dass ich in schneller Folge 2 von diesen Videos bringe, aber was soll ich machen, wenn ich Geschenke bekomme? Außerdem, wenn ich mir die Zugriffszahlen so anschaue, gibt es sowieso kaum irgendetwas, was beliebter ist als Filme, wo man mich beim Auspacken von Zeug sieht. In diesem Sinne, Philipp S. aus P. hat mir ein Paket zukommen lassen. Und dieses werde ich, wie gewohnt, jetzt einfach mal auseinandernehmen. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Oh, das wird gut. Fangen wir mal mit dem großen Geraffel an. Wir haben hier einen DivX-fähigen DVD-Player der Firma Philips. Modell DVP3124. Hat immerhin Komponentenausgang. Also hier. Hat neben dem üblichen SCART für die damalige Zeit noch schön Komponenten. Und digitalen Soundausgang. Ist halt so ein DVD-Player. Ob der funktioniert? Ich habe ihm gerade Strom gegeben und ich höre, wie da drin irgendwas anläuft. Oh, er springt zumindest schon mal an und er lässt sich öffnen und es ist sogar noch irgendwas drin. Ich hätte euch jetzt gerne gezeigt, was auf dieser Disk drauf war, aber ärgerlicherweise, ich habe es gerade probiert, ließ sich nicht mehr einlesen an keinem meiner Geräte. Da hatte der Zahn der Zeit dran genagt. Schade, ich hätte gerne gewusst, welche Art von Pornos sich der Philipp S. aus P. so anguckt. Na gut, hier, DVD-Player. Next up, ein Xbox 360 Gamepad, würde ich sagen. Mit der Besonderheit, dass es irgendwie anders aussieht. Es hat die Beschriftung Day One 2013. Und, naja, das ist doch kein Gamepad von der One, oder? Wireless Controller for Xbox One. Wow. Ich habe zwar keine Xbox One, weil ich in der Generation jetzt mal nur auf Sony setzen wollte, aber jetzt habe ich einen Xbox One Controller. Für so einen alten Konsolen-Hardware-Sammler wie mich eine super Sache und vor allem früher oder später kaufe ich mir das Ding eben. Danke. Okay. Es handelt sich hierbei um ein Pearl Touchlet. Offensichtlich ein Android-Tablet. Ein paar interessante Features, zum Beispiel dem großen USB-A-Stecker. Größe, ich würde mal sagen, so ungefähr 8 Zoll, 7, 8 Zoll. Sowas in der Richtung. Schauen wir mal, ob es noch Strom hat. Wo würde man es denn anmachen hier? Also, falls es funktioniert, hat es zumindest keinen Saft mehr. Ich habe jetzt momentan gerade auch kein Kabel da, mit dem ich USB-A auf USB-A irgendwie laden könnte. Es scheint auch keinen anderen speziellen Ladeport zu haben. Ich sehe ja, was das könnte, ein Micro-HDMI oder sowas sein. Ich werde mal schauen, ob ich Kabel finde, mit denen ich das in irgendeiner Art und Weise laden kann. Dann können wir mal gucken, ob es noch funktioniert gelegentlich oder so. Nachfolgevideo. Irgendetwas von Firma Philips, designed for Pace. Ah, Pace, das ist immer irgendwie Kabel-Receiver oder sowas, genau. Ist offensichtlich ein Receiver, RF-In, RF-Out. Made in Ukraine, auch nicht schlecht. Also ohne jetzt meinen Hintern drauf verwetten zu wollen, würde ich sagen, dass es sich wahrscheinlich um einen DVB-T-Receiver handelt. DVB-T oder DVB-C? Schwer zu sagen, ohne Model Number DTR 220. Also wenn irgendjemand nachschauen will, was es ist und interessiert ist, da steht alles drauf, was wir haben. Ich würde sagen, das ist ein Gerät, das ist eher so für einen Teardown. Als nächstes ein Netgear-Router.
Router sind offensichtlich unheimlich beliebt, um weggeschmissen zu werden, beziehungsweise bei mir zu landen. Der sieht doch so ein bisschen siffig aus. Philipp, hast da ganz böse Sachen drauf gemacht? Es handelt sich um so ein Netgear-Ding, das von der Typenbezeichnung so aussieht, als ob man vielleicht sogar einen Open-WRT drauf laufen lassen könnte. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Vielleicht kann ich irgendwas damit machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Teardown oder Wertstoffhof wird. Dann haben wir hier eine Gesamtanzahl von 4 Mäusen, 2 Logitech-Teile, 3 Logitech-Teile, 4 Logitech-Teile, wobei diese hier noch sehr neu aussieht. Also sehr, sehr neu, so gewissermaßen unbenutzt. Batterie drin, wo der Tab noch nicht abgezogen ist. Interessanterweise, da wo ich normalerweise den Receiver erwartet hätte, für das Ding ist keiner drin. Insofern ist meine Vermutung, dass diese hier nur gekauft wurde, um den Receiver-Dongle zu bekommen. Der Rest der Maus wurde dann einfach mal hier so lieblos entsorgt. Die anderen, alles optische Mäuse. Hier auch zum Aufmachen, auch eine Batterie drin. Die nehme ich lieber mal raus, bevor mir die auslaufen irgendwo. Auch hier kein Receiver-Dongle drin. Ich wusste gar nicht, dass Logitech so viele Mäuse am Start hat, bei denen man tatsächlich Batterien drin hat. Ich dachte mal, das wird heutzutage alles aufgeladen. Gut. Auch hier kein Receiver-Dongle mehr drin. So, so. Die hat er offensichtlich alle eingesackt. Der Herr S aus P. Sind aber ein paar ganz hübsche Mäuschen. Also vor allem die hier, die scheinbar noch nie benutzt worden ist. Sogar sauber ist. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Von den kleinen Notebooken aus. Kann man auf jeden Fall alles mal auf Halde legen. Als nächstes, das hier sieht aus wie HDMI, würde ich mal so sagen. Das hier sieht aus wie DVI. Nein, halt, HDMI, ich habe gelogen, die Form verkannt. Das ist natürlich DisplayPort. Cool, ein der Beschriftung nach aktiver DisplayPort auf DVI. Sowas kann man definitiv gebrauchen, wenn man mal einen älteren Monitor an einen neueren Rechner anklemmen will oder ein Notebook hat, das nur DisplayPort hat. Gefällt mir. Philipp, sei so gut, schreib doch in die Kommentare, ob das Teil im Prinzip noch funktionieren sollte oder ob es eh schon defekt ist. Wenn es defekt ist, sollte ich es vielleicht nicht unbedingt in meine Computerzubehörschublade legen. Oh. Jetzt etwas, was ich immer besonders schätze in diesen Paketen. Komponenten. Was haben wir hier? Gelbe LEDs, 3mm, 10 Stück, Osram 900mm CD. Wunderbar. Die kann man immer gebrauchen. Metallfilmwiderstände, 150 Ohm. Warum kauft man 100 Stück 150 Ohm Widerstände? Egal, ich habe jetzt 100 Stück 150 Ohm Widerstände. Hoppala. Hier ist das Tütchen nicht zu. Noch mehr Widerstände, und zwar 330 Ohm. Klassiker Vorwiderstand für LEDs. Dann haben wir hier noch eine weiße LED mit 3mm und 2500 mCD. Da finde ich... Ah ja, da sind auch noch lose welche in der Packung gelandet. Das tut hier mal nicht wirklich zu. Das heißt, ich habe hier noch mal ein paar. Dann diese 9-Volt-Klemmen hier für Batterien. Habe ich auch schon ungefähr 100 davon, aber hey, die kann man immer mal gebrauchen. Mehr Widerstände. 68 Ohm. 68 Ohm. Ja, merkwürdige Größe, aber hey. Für mein Widerstandssortiment auf jeden Fall zu gebrauchen. Und dann haben wir hier die große Sammlung unterschiedlicher LEDs. Was haben wir hier? Weiß 5mm, 12.000 mCD. Die sind hell. Dann haben wir hier gute Frage, steht nirgends dabei, was es ist. Auf dem großen Beutel stand LED gelb 5mm, 10 Stück, Everlight und so weiter. Ich glaube, das sind dann wahrscheinlich alles gelbe. Hier ist noch eine von den weißen schon rausgepopelt.
Sehr geil. Werde ich gleich in die passenden Tütchen verpacken und meiner LED-Sammlung hinzufügen. Von denen kann man ja wirklich nie genug haben. Noch zwei Dinge. Eine davon, ein Schrumpfschlauch-Sortiment. Oh, super geil. Ich habe neulich erstmal einen Schrumpfschlauch verbraucht und mir überlegt, jetzt muss ich mir einen neuen Schrumpfschlauch kaufen. Ja, so von den kleinen was. Und was kriege ich? Ein Riesensortiment mit viel Schrumpfschlauch drin. Top. Und als allerletztes, ganz unten in der Kiste, haben wir einen aromatisierten Weizen-Wodka. Nemirov. Rye Honey Wodka is born through the process of aging rusks of rye and poor wheat spirits. The unique taste is smooth with a natural blend of real honey and fine brandy. Mhm. Hört sich sehr, sehr interessant an und ist interessanterweise aus der Ukraine. Ja, also hier, ich glaube aber nicht, dass es eine politische Aussage war. Ja, was soll ich sagen? Fliege dafür. Es ist sogar ein bisschen was für ein Teardown dabei und also dieses Xbox One Gamepad Philipp, super geil, ja. Sammlerstück, finde ich affengut, danke. Ich werde mich jetzt dran machen, das Zeug zu sortieren und anzuräumen. Geile Sache, das. Ja, ja, ich weiß, das Volk verlangt nach Teardowns und seien wir ehrlich, ich verlange nicht nach Netzwerkroutern. Insofern denke ich, ist die beste Lösung, die wir für das Netgear-Problem haben, die, dass wir dem Volk geben, was das Volk haben möchte. Wir entfernen die Bubble an den Füßchen, drehen die Schrauben raus. Findet ihr eigentlich meine Videos zu lang? Du hast mal was in die Kommentare schreiben. Also ich habe sowohl gehört, lange Videos sind gut, als auch lange Videos kann ich mir nicht anschauen. Ihr solltet das wirklich feedbacken. Wenn ihr das feedbackt, kann ich das einbacken in das, was ich hier tue. Ja. Und genau die schlechten Videos machen, die ihr haben wollt. Tada! Ja. Sieht von innen aus, wie solche Router von innen eigentlich, ich will nicht sagen immer, aber immer aussehen. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Ich vermute mal, dass das hier der Hauptmikrocontroller von Texas Instruments ist. Ein TNE TD7200 ZDW. Haben wir hier noch einen größeren Chip? Datecode kann das kaum sein, außer es ist 1939 gebaut worden. Sieht ein bisschen so schmutzig aus, als könnte es aus der Zeit stammen, aber nein, ich glaube nicht, dass es ein 1939er Datecode sein dürfte. Es gibt ja nicht lauter Chips und nirgends einen Datecode. Ja, sieht fast so aus. Ja, obwohl, das hier könnte einer sein. An dem, ich glaube, das ist so ein Signalübertrager und da haben wir hier 0705. Das liest sich wie siebte Woche 2005. Passt so ungefähr zu dem, was ich hier an Elektronik ansonsten sehe. Ja. Gut, ne? Deswegen sind Router für Teardowns nicht so der Knaller, es ist nichts drauf. Aber zumindest so ein paar Buchsen und so Zeugs werde ich noch unter den Lötkolben legen. Da kann ich mir noch ein paar Dinge rausstauben, wer weiß, wofür es gut ist. Und den Signalübertrager da, den zopp ich mir auch. Ansonsten, tja. Nothing to phone home about. Einen habe ich noch. Das Gehäuse von dem Router, ne? Das hebe ich mir auf. Das ist ein total geiles Leergehäuse. Kann ich bestimmt nochmal irgendwann was reinbauen.